Aber interessanter Durchbruch, den ich da gefunden habe. Das heißt, die Rakete kommt auch schon zurück. Das ist, ich finde, das ist super. Die sollen mal alle ruhig einfach machen. Das ist schon okay. Hier brauche ich 15 von diesen grünen Dingern. Eigentlich habe ich jetzt keine Lust, so ewig zu warten. Ich denke, das ist auch okay, wenn ich das so mache. Deswegen hole ich jetzt noch eine Nachschubkapsel einfach. Ist mir egal. Kostet mich dann ein bisschen Geld, aber solange ich nicht unter die 10 falle, ist ja alles nach Plan. Und dann kann ich auch die. Sobald das alles wieder funktioniert auf der Kolonie, desto schneller kann ich mir ja auch die andere Rakete leisten, logischerweise. Und deswegen ist es halt sinnvoll, dafür jetzt mal Geld auszugeben, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch ist. Dass ich jetzt erst Geld ausgebe, um dann Geld zu haben. Aber es funktioniert. Jetzt warten wir noch, bis das hier auf jeden Fall leer ist, weil hier unten, sehe ich, sind die Nahrungslager nicht ganz so voll wie oben. Aber das ist ja alles überhaupt kein Problem. Nur eine Stunde schlafen müssen, like, wenn das ausreichend wäre für den menschlichen Körper, das wäre schon. Wenn ich ehrlich bin, ich finde, das wäre nicht kinda nice, weil ich wette mit dir, wenn eine Stunde Schlaf reichen würde, müssten wir nicht 8 Stunden am Tag arbeiten, sondern irgendwie 13, weil wir könnten ja zwischendurch nochmal eine Stunde schlafen und wären wieder voll ausgeruht. Das liegt aber wahrscheinlich dann. Ja, nee, das fände ich nicht gut. Aufgrund von verschiedenen Gründen fände ich das, glaube ich, nicht so gut. Nicht, dass ich jemandem unterstellen möchte, dass er dann irgendwie. Nee. Ich glaube, das wird gegen uns ausgelegt werden. Wenn ich ehrlich bin. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich da so für wäre. Weil letzten Endes wird das ja in dem Spiel nicht anders darum laufen, weil letztendlich steht ja nichts anderes als Leute, die nur eine Stunde schlafen, können mehr arbeiten. Und sind dabei dann einfach gelassener. Also das ist ja auch irgendwie. Ach, das ist die. Gut. Deswegen weiß ich nicht, ob das so eine. Ob das so die Idee der Ideen ist. Es müsste so Ausnahmemenschen geben, die das könnten. Also, ich wollte gerade sagen, wenn du das alleine kannst, dann ist es natürlich sowieso optimal, weil dann bist du so eine Art Superheld mit Superkräften. Aber an sich wäre es halt nicht verkehrt, wenn das nur ein kleiner Teil der Menschheit könnte, obwohl der dann wahrscheinlich auch wieder Probleme hätte, so wie das halt leider. Na, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. So. Ja, gut, okay. Klau halt den Benzin. Uff, ich glaube, ich wollte hier irgendwann mal Maschinenteile laden, ne? Ja, war so klar, dass ich das wieder verpeilt habe. Ja, bitte entlad wieder, weil das ist viel zu viel. Sechs ist okay. Sechs Stück bitte einmal noch hier hinbringen. So. Dann nehmen wir die Vollmilch und schicken die direkt auf die nächste Mission. Diese Expedition ist gerade am Laufen. Da weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob die da automatisch immer reinfahren. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Und ich hätte natürlich am liebsten die Durchbrüche, muss ich ja sagen. Also nehmen wir dann ruhig mal die Durchbrüche erstmal.
So. Sieht das mit dir aus? Bist du inzwischen ein bisschen leerer geworden? Nein, du bist nicht leerer geworden. Aber ja, guck hier, die Lager sind eigentlich auch voll. Und hier die Lager sind. Ich habe halt so viel Essen, ne? Das sollte eigentlich echt kein Problem sein. Naja, ich warte noch ein bisschen. Warum eigentlich freue mich und nicht leer mich? Naja, weil. Meine Kolonie heißt ja Schokoriegel Alpha und dann habe ich so an Schokolade gedacht und dann habe ich an Vollmilchschokolade gedacht und deswegen heißt ja auch zum Beispiel die eine zartbitter und die andere irgendwie anders und hier die Karamellkugel zum Beispiel in der von Abtrünnigen. Warum eigentlich? Ich muss mich irgendwann mal mit der Problematik beschäftigen, warum die alle so verrückt werden, aber dazu später mehr. Und deswegen, also meine ganze Kolonie ist sozusagen irgendwie an Süßigkeiten orientiert. Und baut halt auch darauf auf, dass die Kuppeln und so alle so Süßigkeiten-Namen haben wie Schokokusskugel oder und so weiter und so fort. Und dementsprechend wird natürlich ja, dann habe ich auch die Raketen so benannt. Lade die doch bitte schneller ab. Oh, hier ist schon wieder alles kaputt. Warum ist immer alles kaputt? Ja, Ressourcen einladen. Maschinenteile. Stopp. Diese zwei Maschinenteile bringst du bitte einmal nach hier hin. Was ist mit dieser Kuppel los? Die ist kaputt, da fehlt ein Beton. Ja. Komm, einen einzigen Beton werdet ihr wohl irgendwie dahin. Das ist ja wohl unglaublich, ey. Überall liegt Beton rum hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hast du auch gesunde. Nein, die habe ich tatsächlich noch nicht, die Kuppel. Kinderschokolade ist noch nicht vertreten. Jetzt ist die Frage, warum nicht, und das ist eine gute Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Kurz bitte einmal da landen. Ja. Die kann ich ja aber noch ergänzen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Das ist ja nicht so das Problem. Ressourcen niedrig, zack, die Kapsel landet. Okay, nicht mehr. Die werden jetzt hier für den Strom und für das benötigt und dann kann ich mit dem Rest. Den Rest verteile ich dann so auf die Kuppeln, sodass das auch alles wieder besser funktioniert. So, bitte einmal hier Priorität setzen, weil meine Kuppeln nämlich kaputt sind. Das wäre sehr blöd, wenn die kaputt bleiben. Also ich würde zumindest nicht in einer Kolonie wohnen, wo ich so weiß, okay, jetzt geht gerade mein Zuhause kaputt. Andererseits, man hat dann ja, wenn man erstmal auf dem Mars ist, hat man ja sowieso nicht mehr so die Wahl, ne? Ressourcen einladen. Einmal bitte 5 Maschinenteile, damit ich das da oben noch reparieren kann. Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. So. Gut, jetzt kannst du hier ein bisschen Beton produzieren, damit die Kuppeln heile werden. Damit meine Leute nicht, damit denen die Kuppeln nicht ausgehen. Obwohl ich auch genug Kuppeln hätte, sodass das eigentlich auch nicht so das Problem sein sollte. Aber das ist dann wieder was anderes natürlich, wie immer. Hier sind nur noch 29 Essen jetzt.
das ist nicht mehr so viel. Also in der Rakete. Allerdings sehe ich auch, dass irgendwie alle anderen Drohnen anders beschäftigt sind. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Egal, machen wir weiter. Research complete. So, Forschung abgeschlossen. 3D-Zerspannung, das ist gut. Weil dann kommen nämlich als nächstes die automatischen... möchte ich das? Ja, gut. Ich erforsche es einfach. Dann... Obwohl... Fangen wir erst damit an und dann nehmen wir das mit dem Schlafen. Ich glaube, das ist vielleicht sinnvoller, dass diejenigen, die zufrieden sind, einen Zufriedenheitsbonus auch durch die Arbeit, dass er sich auch durch die Arbeit auszahlt. Beziehungsweise, dass er sich in der Arbeit von ihnen bemerkbar macht. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch sehr, sehr sinnvoll. Auf jeden Fall sinnvoller als anderes. Ich finde es immer noch gut, dass ich hier und hier einfach so Sachen hingebaut habe, die jetzt einfach, die gar nicht mehr benutze, so gar nicht mehr. Sie sind halt einfach da. Und irgendwie transportiert ihr das alles irgendwo hin, nur nicht, wo geht denn das hin? Wo wollt ihr denn die Maschinenteile? Ach, hier hin. Okay, dann baut halt erst die Universität, das ist natürlich blöd. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Ressourcen einladen, bitte auch auf jeden Fall schnell, damit nicht alles weg ist. Weil die anderen brauchen ja auch ein bisschen was davon, ne? Also nicht, dass das jetzt hier nur hier hingeht. So. Ich weiß, es sind jetzt nur drei, die ich in den Transporter gepackt habe. Aber die sollten erstmal reichen, weil die hier oben sitzen sowieso an der Quelle. Das sollte nicht so das Problem sein. Und die hier unten haben jetzt erstmal genug. Aber ich möchte die ja auch. Möchte die untere Kolonie ja irgendwie dann doch irgendwann mal. Besiedeln können mit meinen Leuten. Und dafür muss ich ja das Drohnenhub auf jeden Fall reparieren. Obwohl, das muss ich ja gar nicht mehr, wenn die Forschung erstmal durch ist. Das wird gut. Wie sieht das jetzt mit dieser Rakete aus? Ist da immer noch Essen drin? Wie lang brauchen die denn, bis das Essen da raus haben? So. Ihr beide steht noch da. Du bist fast betankt. Du bist auch fast betankt. Das ist gut. Oh nein. So. Was haben wir hier unten eigentlich noch? Meilensteine. Alle Sponsorenziele, scanne alle Sektoren, das kommt bald. 500 Kolonisten, das dauert noch. Baue eine Megakuppel, das dauert auch noch. Erreiche ein Wunder, das dauert auch noch. Und das dauert auch noch. Okay, gut. Was ist das hier? Ah, das ist das Kontrollzentrum, wo ich alles überblicken kann. Ja, genau. Das kann ich mir eigentlich mal angucken. Graphen. Nee. Okay, die sind uninteressant. Kolonisten. Filter zurücksetzen. Warum seid ihr denn... Ich weiß leider nicht, was das hier oben bedeutet, sonst könnte ich gucken, warum die unglücklich sind, aber... Keine Ahnung, warum. Ja, aber ich weiß nicht, warum die... Ich weiß halt nicht, was hier oben das heißt. Also deshalb kann ich leider hier auch nicht so viel gegen tun. Und ich weiß halt... Die hat überall gute Werte. Und ich weiß nicht, obwohl, okay, die... Ich weiß nicht, ob das hier heißt, dass er gar keinen Wert hat, oder... Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mit anderen Worten, ich sollte mehr... Sicherheitsstationen bauen, ne? Soll nicht so das Problem sein, dann bekommt diese Gruppe hier nämlich auch noch auf jeden Fall eine. Wo war das denn nochmal? War das hier? Nein, da. Ja. Zack. Und da fliegt die nächste Rakete zur Mission los.
benötigst noch ein bisschen Treibstoff und dann sollten die Leute automatisch zu dir kehren eigentlich. Das finde ich immer gut. Wenn sowas automatisch geht, finde ich das immer super. Was ist denn jetzt hier aus den Maschinenteilen geworden? Da fehlen nur noch 3, das ist gut. Hier fehlen noch alle 5 und hier fehlen... Was? Wo sind denn die ganzen Maschinenteile hin, die ich hier hingeliefert habe? Naja gut, okay. Scheinbar wurden sie dringend benötigt. Dringender, als ich dachte. Ich nehm's. Dann hat sich das wenigstens gelohnt, was ich da von der Erde beordert habe. Wie sieht denn hier die Produktion eigentlich aus? Die könnte eigentlich auch mal ein bisschen höher werden. Ja, Ressourcen sind low, blablabla. Lass mich raten, die Grünen, ich weiß. Die gibt's hier halt im Moment nicht mehr so viele. Ich könnte mal, damit der ganze Müll da nicht ganz so blöd rumliegt, noch eine große Mülldeponie... Kann ich das nicht hier hinbauen? Warum kann ich das? Ja, das ist ja nervig. Nee, ich möchte hier nicht so eine Mülldeponie mitten reinbauen eigentlich. Das gefällt mir nicht. Dann lassen wir den Müll halt da liegen. Oh, und die nächste fliegt auch los zu ihrer Mission. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, jetzt kommt wieder mein Glaube daran, dass ich genug Nahrung habe, weil die schicke ich nämlich jetzt auch zurück. Und jetzt hole ich die erste wieder auf den Mars. Chronisch kranke Mediziner sind immer gut. Ich brauche auf jeden Fall Wissenschaftler. Dieses Mal. Und Leute, die so keine haben, sind auch okay. Wissenschaftler, die feige sind, nehme ich dennoch mal mit. Weil ich habe ja jetzt mehr Forschungslabore gebaut. Und dementsprechend ist es natürlich praktisch, wenn ich die voll bekomme mit Wissenschaftlern. Deswegen nehme ich jetzt eine Rakete mit überwiegend auch Wissenschaftlern gerne. Komm, ist egal. Weil das ja eigentlich nur sinnvoll ist, ne? Ein paar Leute sind auch mal ein bisschen blöd. Einen idiotischen Mediziner kann man nicht so gut gebrauchen, habe ich gehört. Botaniker. Ich wollte gerade sagen, das wäre schön, wenn du auch dabei wärst. Wissenschaftler ist auch gut und damit bist du voll und kannst starten. Dann fliegst du bitte auch auf dem Weg. Das ist gut. Du wirst jetzt auch losgeschickt. Das heißt, es geht weiter voran. Oh, neue Anomalien gefunden. 2 Stück direkt. Das ist okay. Das ist gut. Anomalien gefunden finde ich super, weil gerade haben die hier nämlich auch mal wieder was zu tun. Du kannst einmal dahin fahren und du kannst einmal dahin fahren. Dann habt ihr zwei nämlich auch mal wieder ein bisschen was zu tun. So.